Ich mag diese Meldung. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, mein Dorf wurde von Bruder Tuck angegriffen. Ist natürlich wirklich eine coole Sache. Und aber mein Schild hat heute Nacht irgendwann mal gewechselt, beziehungsweise lief dann aus. Und ja, starten wir einfach mal das Game. Ihr habt es ja im Titel gesehen und vielleicht auch übers Wochenende mit beobachten können. Es gab hier so ein bisschen, ich will nicht sagen Beef, ich meine Beef, das ist auch so ein Begriff, der ist auch irgendwie, naja, so neudeutsch, ne? Oh, es gab ein paar Medaillen, okay. Wie viel? 855, alter Falter. Donnerwetter für 4 komplette Raids gab es doch so viele Medaillen, krasser Scheiß. Mein lieber Mann, jetzt sind wir schon wieder voll wahrscheinlich. Ich habe gar nicht genug ausgeben können, ja. Ist aber nicht so schlimm. Und ich gucke mir jetzt mal gerade, Bruder Tuck hat mich angegriffen. Oh, wahrscheinlich irgendeine andere Base, aber nicht diese hier. Okay, Bruder Tuck hat dann jemand anders von meinen Accounts angegriffen, aber nicht den Thorsten. Okay, ja, was meine ich eigentlich mit Beef oder Ärger? Also erstmal ist ja gestern die Liga vorbeigegangen, oder Samstag ist die Liga schon vorbei gewesen, oder gestern, keine Ahnung. Ich habe dann hier in den ganzen Clans, wo ich drin bin, die ganzen Vizes zu Ältesten gemacht, damit niemand auch nur ansatzweise einen Clankrieg starten kann. Ich meine, hier war es jetzt nicht schlimm, bei den Herausforderungen gab es sowieso nur neben mir als Leader einen einzigen Vize. Auch den habe ich, ja, was heißt degradiert? Ich meine, er ist immer noch Ältester, kann immer noch Leute einladen, kann immer noch beziehungsweise annehmen, sagen wir mal so, und kann sie auch rüberholen. Und kann jetzt halt nur nichts mehr starten. Ich muss die Clanstadt jetzt ganz, ganz alleine hier ausbauen. Aber ich glaube, da haben die anderen sowieso oder der andere sowieso mehr gemacht als ich. Ja, den Dumbo habe ich jetzt auch noch kicken müssen. Ich glaube, der Dumbo kam auch von den Clan Free-to-Play mit rüber. Und da hatte ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, der gehört hier eigentlich gar nicht hin, weil das war immer, glaube ich, ein Spendenaccount bei Free-to-Play. Und nie bei den Herausforderern, meine ich, dass das so gewesen ist. Deswegen habe ich den auch noch entlassen. So muss ich mal sagen. Ich gucke mal, wo er hingegangen ist. Hat noch keinen Clan, hat er noch nicht gemerkt. Okay. Aber nichtsdestotrotz hat es mich hier schon so ein bisschen, ich will nicht sagen angekotzt, aber es hat mich schon so ein bisschen gewurmt, dass ich hier immer in die Liga reingeguckt habe. So eine halbe Stunde vor Ende, weißt du, ich habe einfach einen Wecker gestellt. Wecker gestellt auf dem Handy. Nächster CK fängt in 30 Minuten an und habe hier rauf geguckt und habe hier festgestellt, dass die Clanburgen von mir, von den 6-7 Tagen, wurden die, glaube ich, von mir 6 Tage befüllt. Also ich habe hier ein paar Gems gelassen immer und am Ende, die letzten beiden vor allen Dingen, habe ich dann nur noch Lavahund und Eisgolem, glaube ich, in alle CK, in CBs gepackt. Dann war ich wenigstens nur 15, 30 Gems los. Vorher hatte ich da tatsächlich das gemacht, was dran stand, nämlich was weiß ich, 3 Bogies, 2 Headhunter und 2 Superlakaien. Und das Ganze wurde mir dann, ja, da bin ich halt ein bisschen zu geizig für, das wurde mir dann ein bisschen zu teuer. Aber dass hier dann 23 Stunden und 59 Minuten kein Mensch mal in den nächsten CK guckt und auch nur eine einzige Truppe spendet, nicht mal ein Bogi oder so, das hat mich dann doch schon ein bisschen gewurmt. Und ihr seht es auch da oben, 11 von 15 im letzten Clankrieg hat man es noch nicht mal mehr für nötig gehalten, dass hier wenigstens 13 von 15 angreifen oder 14 von 15. Nein, es ging dann runter bis auf 11. Ja, auch das hat mich ein bisschen, muss ich sagen, fand ich nicht so gut. Ich meine, vom Result her sind wir weder auf noch abgestiegen, ist in Ordnung, so muss man sagen, aber dann gar nichts mehr zu machen, das fand ich schon ein bisschen doof, muss ich sagen. Aber okay. Ist halt so gewesen. Wir können noch ein bisschen Bonus vergeben. Auch 6-mal sogar. Okay. Das finde ich ganz schön viel. Dann machen wir das eben. Dann können die nämlich hier einen Clankrieg starten. Die können die gar nicht. Muss ich ja selber machen. Okay. Wir geben hier mal eben Bonus. Dem Cassius. Ich gebe natürlich den Leuten hier den Bonus, die auch hier immer 7 von 7 haben. Und nehmen wir mal den hier mit rein. Ich glaube, der hat unten auch immer mitgekämpft. Der Black Man hat sich zwar geärgert, ist aber wieder zurückgekommen. Kriegt da auch ein bisschen Bonus. Leon muss noch wachsen. Und ist ja auch dann reingerutscht. Obwohl er nicht alle Helden hatte, hat er trotzdem immer seine Stabilchen 2 Sternchen gemacht. Und hier unten muss ich jetzt mal gerade gucken. Baba
Leader Only. Baba hat auch hart durchgehangen hier diese Woche. Hat gerade noch so die 8 Sterne geschafft. Wen haben wir noch? Skull hat nicht mehr angegriffen, fällt aus. Und dann gebe ich doch einen von meinen einfach mal ein paar Medaillen. Ich würde sagen, wer hat es verdient? Der Thorsten hat es verdient. So, Ende im Gelände. So. Habe ich mir mal selber Bonus gegeben, mache ich eigentlich nie. Ich gönne es eigentlich immer den anderen. Aber das ist dafür, dass ihr mich hier so geärgert habt. So. Also hier gab es noch kein Beef. Hier haben wir noch relativ normal gekämpft, bis auf, sagen wir mal, dass wir... Oh, ich kann auch Wiederholungen sehen, okay. Ich nehme noch vor 12 Uhr auf oder vor 1 Uhr auf, denn heute kommt ja noch für euch, oder heute kam ja noch die nächste Herausforderung. Und solltet ihr in jedem Fall spielen. Ich werde es wahrscheinlich auch wieder für euch irgendwo festhalten. Es ist die Izo-Herausforderung, glaube ich, gewesen. Oder es ist sie. Habe ich gestern zumindest noch so gesehen und bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt. Aber okay, wenigstens ein bisschen Clash of Clans hier neben den vielen, vielen Geschnacke von Keksi hier so ganz nebenbei. Hier wird es auch wieder ein Leader geben oder ein Co-Leader geben. Ich meine, ja, darum, vielleicht wurde ich da auch ein bisschen missverstanden, aber wir gehen ja gleich auch noch in die anderen Clans rein und gucken, wie wir da abgeschnitten haben, beziehungsweise was dort unser Saison-Result ist. Aber wir gucken erstmal den Keks hier, 3 Sterne, Rathaus, 13 auf 13 ist das, ne? Ja. 13 auf 13, sehr schön. Immer auf der Suche nach was zu trinken. Ich muss mir gleich mal trinken, eine Flasche Wasser hier holen. Okay, hat er auch schön gemacht, hier schön lange gewartet. Ich kann ja nie so lange warten, muss ich sagen, mit einem Queen Charge oder einem Warden Walk oder was auch immer. Und da bin ich einfach ein bisschen zu, ja, ich will nicht sagen nervös zu, aber da kann ich dann doch nicht so wirklich an mich halten und muss dann irgendwann die Truppen rausbringen. Hier hat natürlich jetzt der Inferno, der Queen, alle Heiler genommen, aber Klamburg war in jedem Fall, ach nee, die Klamburg war noch gar nicht draußen, ne? Oder war die Klamburg schon draußen? Hat er so gelockt gehabt? Gift ist schon weg. Ja, hat er wohl schon, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Okay, wir gucken mal weiter. So, das war wenigstens ein bisschen Clash of Clans. Na doch, da kommt sie doch noch. Okay, aber er hat noch einen Royal Champion. Der kann die Lufttruppen da natürlich auch machen, hat aber keinen Giftzauber mehr. Okay. Hatte er jetzt gar kein Gift mit dabei? Oder hat, ach nee, den hat er schon geschmissen hier unten für den König, glaube ich. Dass der nicht so viel Schaden macht. Hat aber auch noch einen Headhunter dabei. Aber die beiden Superlakaien waren auf jeden Fall Geschichte. Also hat er mit dem Royal Champion gemacht. Und der Hybrid ging hier sehr, sehr locker durch, muss ich sagen. Noch reichlich da. Allerdings der Scattershot. Hat noch ein bisschen zu oft geschossen da, aber dennoch außen noch mit dem Loon, der kann jetzt noch ein bisschen cleaner mitmachen, einen Bogey hat er noch, World Champion sogar noch zündbar, macht er jetzt erst, okay, da ist keine Defense mehr da. Schöne 3 Sterne hier von Kekse 24, okay, ich würde sagen, wir gehen mal einen Schritt weiter in den Clan Deutschland Ad, ich muss mal eben gucken, da müsste eigentlich der Chefkoch noch drin sein, Chefkoch, da mit dem habe ich ja dort selber mitgespielt. Hier wurden alle Angriffe gemacht, jeden Tag, alle Angriffe. Und das, was ich allerdings mit Chefkoch jetzt versäumt habe, das ist sehr schade. Ich habe mit Chefkoch nicht mehr Clanstadt Raid gespielt. Ah, sehr ärgerlich. Ich meine hier sowieso nicht. Das mache ich im Clan Herausforderer oder im Clan Free-to-Play mit dem Account. Mit dem habe ich hier nur Liga gespielt. Hier sind jetzt auch alle von mir rausgekickt worden. Ich habe aber auch den Bonus, soweit ich weiß, verteilt. Ich gucke mal da oben. Ja, habe ich auf jeden Fall verteilt und wir sind hier aufgestiegen. Mal sehen, nächste Liga. Ich habe mir die Leute notiert, die hier jetzt mit dran teilgenommen haben. Also nächste Liga Kristall 3. Und nochmal, ich glaube am vorletzten oder letzten Spieltag, nee, wir haben hier fast ein PW hingelegt. 43 Sterne hier oben. Alter Falter. Aber ich glaube, die waren auch nicht so gut. Wir gucken mal eben rein. Ja, 13 auf 12, also hier war es auf jeden Fall so ein kleines Dipfest. Und ich mache das mal auf zweifach. Also mit den Drachen hier von Dumbo, den ich jetzt eben noch
nicht mehr angenommen habe im Clan Herausforderer, weil ich glaube, er kommt vom Clan Free-to-Play und wartet nur drauf, dass ich das entsprechende sage, damit er es weiter tratschen kann. Glaube ich. So ist es. Ich meine, wär mir sowieso egal. Wäre mir sowieso egal. Zu Free-to-Play kommen wir gleich. Auch da stieß wahrscheinlich meine Degradierungsattacke irgendwie auf Unmut, obwohl ich gesagt habe, Leute, ich wollte nur nicht, dass jemand versehentlich hier Bonus vergibt oder aber das Ding hier startet. Also wir merken uns Kristall 3. Wir waren hier jetzt immer mit Rathaus 13 bis runter auf Rathaus 10. Das wird natürlich in Kristall 3 jetzt nicht mehr so sein. Denke ich mal, ja, vielleicht noch. Aber hier waren dann auch schon mit Masse unten. Der Keks ist, glaube ich, auch schon ein 11er und danach kommt schon der Chefkorn. Der ist sogar noch ein 10er. Okay. Und also mit zwei 10ern hier unten gekämpft. Allerdings weiß ich nicht, ob das in Kristall 3 noch so funktioniert. Aber schönes Ding hier. Mal wieder Liga gespielt. Steht auch in der Beschreibung drin. Only SCCWL, also Only Supercell Clan War League. Dafür gibt es diesen Clan eigentlich nur. Und es lohnt sich also nicht, hier anzufragen oder hier drin zu bleiben. Wir lehren wie immer. Und ich bin ja jetzt schon froh, dass wir überhaupt mal wieder hier eine schöne Liga gespielt haben. Perfekt. Okay, so gehen wir in Clan Free to Play. Da gehe ich mal mit Leila rein. Leila ist dort Chef. Und ja, hier habe ich auch alle degradiert. Also nicht alle degradiert, sondern nur die Vizes zum Ältesten gemacht. Und danach sind hier ganz, ganz viele Leute gegangen. Warum auch immer. Ich hatte eigentlich nur gesagt, es soll nichts gestartet werden. Das wollte ich sicherstellen. Aber es waren ganz, ganz viele weg. Und jetzt bin ich hier fast nur noch alleine mit so ein paar, die hier sowieso nie da sind und nie was tun. Ich meine, die werden wahrscheinlich jetzt auch gehen. Ich glaube, der Clan Free-to-Play, ich habe auch geschrieben, wir machen jetzt mal eine Pause. Nur weil wir abgestiegen sind und es vielleicht den Anschein hatte, dass ich mit meinen Zwölfern hier nicht so gut angegriffen habe oder so lustlos angegriffen habe. Im Moment mag ich Rathaus 12 überhaupt nicht und habe einfach meine Angriffe gemacht, so gut wie es geht, auf 14er, auf 13er. Und wenn es dann nur ein Stern oder mal null Sterne wurden, dann ist das halt so. Muss ich einfach mal so sagen. Aber wenn ich jetzt gar nicht in der Liga angreifen wollte, würde, tun, dann mache ich doch Folgendes. Dann tausche ich kurz bevor der Clankrieg anfängt, tausche ich alles gegen Zehner da rein, das ganz sicher verloren wird, oder aber ich mache meine Angriffe gar nicht, oder ich breche sie einfach ab bei einem Stern oder null Stern, aber das einfach zu sagen, ja, Toto hat mal wieder lustlos angegriffen, das ist, glaube ich, einfach so dahergeholt. Das hat vielleicht so den Anschein, aber der Anschein trügt, muss ich mal so sagen. Der Anschein trügt so ein bisschen. Ist mir jetzt aber auch egal. Die Leute sind hier jetzt sowieso alle raus und neue Besen kehren gut. Das ist so ein bisschen mein Motto. Also der Clan macht jetzt nicht zu. Ich werde heute Abend auch wieder hier einen Clankrieg starten. Bonus ist verteilt. Und wir konnten eh nur zweimal Bonus verteilen hier. Aber wir sind hier abgestiegen. Letztendlich hätten wir es, ihr seht das, mit zwei Sternen oder drei Sternen wären wir trotzdem, na, wir hätten fünf Sterne gebraucht, damit wir Sechser werden. Hätte Fahrradschlauch. Hier waren es 15 von 15. Ich glaube, wir haben aber immer so ziemlich alle Angriffe gemacht. Ich guck mal gerade, 14 von 15, also 1-2 Angriffe fehlten uns, 3 Angriffe fehlten uns. Lass mal gerade gucken. 4-5 Angriffe fehlten uns. Könnt ihr jetzt mal hochrechnen. 5 mal 2 Sterne. 5 Angriffe fehlten uns. 5 mal 2 Sterne sind 10. 5 mal 2 Sterne. Ja, 5 mal 2 Sterne sind 10 Sterne. Und dann wären wir auch nicht abgestiegen, sondern hätten wahrscheinlich die Liga irgendwo gehalten. Und wären dann über den Kontraktkiller noch gelandet. Aber so ist es halt nicht gewesen. Und ich habe, glaube ich, hier auch 0 Sterne mit Alex gemacht und 1 Stern, glaube ich, mit Donnerbengel oder so. Ja, ich meine, das ist ja jetzt nicht einfach so dahergeholt. Das sind 47%, das ist fast ein Stern, aber es war halt nicht so. Und ich will mich da aber jetzt auch gar nicht ausreden. Also, dass es hier dann so ein Beef gab und die Leute hier alle gingen oder warum auch immer, sei es drum. Der Clan war sowieso schon nicht mehr so richtig ultra aktiv und dass die Leute hier dann natürlich plötzlich aufschreien, die meisten sind weg, wie geht's hier weiter? Ja,
wir machen hier ganz normal weiter. Ja, das Witzige war hier, als ich die Leute degradiert habe. Also es muss erstmal was passieren im Clan, damit ein Clan wieder aufwacht. Ja, und der Clan ist dann plötzlich aufgewacht, so nach dem Motto, Toto, was machen wir jetzt? Oh mein Gott, ja, wie geht's denn jetzt weiter hier? Action. Action, hier war noch nie Action. Ja, hier war nach einer Liga vor allen Dingen noch nie Action, weil nach einer Liga, wenn wir mal hier ins Warlock gucken, Classic, nach einer Liga haben wir hier bis zur nächsten Liga teilweise gar keine CKs gespielt. Also warum plötzlich so der Aufschrei, oh, Toto, der Clan geht tot. Weiß ich gar nicht, was das soll. Ja, plötzlich kommen hier Diskussionen auf, so nach dem Motto, hey, starten wir keinen Clankrieg? Nein, wir haben noch nie einen Clankrieg gestartet, weil wir immer zu wenig waren. Wir waren halt zu wenig und wir sind jetzt auch zu wenig. Ich gucke mal, wie viel wir jetzt sind. Und könnte hier jetzt einen starten. Wir sind jetzt 7. Immerhin könnte man ja einen Fünfer spielen. Ja, immerhin könnte man einen Fünfer spielen oder ich stelle mich mit dem einen oder anderen, die jetzt keine Helden machen, noch auf grün. Aber die anderen waren hier ewig dauerrot und ihr seht es ja auch selber, sind immer noch dauerrot. Ramses, Tutmosis, ich meine, gerade der hat jetzt gerade gefragt, wie geht's hier weiter? Ja, für dich geht's ja erstmal nicht weiter hier, du bist rot und scheinbar machst du Helden oder was auch immer. Also es geht hier ganz, ganz normal weiter. Wir werben hier Leute an, der Clan bleibt weiterhin offen, es sind jetzt halt ein paar Leute gegangen. Die sind jetzt alle auch kollektiv natürlich in einen Clan gegangen, ja, habt da echt super gemacht. Und könnt dann nochmal so richtig abziehen hier über den Toto. Oder auch nicht, ist mir auch egal. Nein, machen die bestimmt. Denke ich mal. Aber naja, ich fand es jetzt nicht so, also ich war jetzt nicht so aufgeregt, so nach dem Motto, oh, die gehen jetzt alle. Vielleicht habe ich sogar erwartet, dass sie gehen. Weil, wie gesagt, neue Besen kehren gut und ich hoffe, dass hier ein paar neue Leute reinkommen und dementsprechend hier weiterhin mit uns mitkämpfen, hier mit der Lela, mit den beiden Zwölfern, die ich im Moment wirklich schlecht bespiele. Ich kann im Moment Rathaus 12 echt schlecht spielen. Muss ich einfach mal so sagen. Die anderen Rathäuser liegen wieder etwas besser. So, das letzte Ding ist ja noch nicht rum hier. Hier können wir noch hier müssen wir ein paar Barbaren setzen. Die können wir noch 3 Tage spielen. Ah, das ist die schon hier. Okay, das ist die schon von Izu. Auch nicht schlecht. Das ist die ja schon von Izu. Alles klar. Und dann, wir gucken mal rein. Es gibt 2 nette Tränke. OMG, Izu, was hast du da gemacht? Alles klar. Es gibt hier übrigens zur Belohnung 300 Goblin-Statuen. Krass, okay. Krasser Scheiß, alles klar. Spiele ich jetzt nicht. Gucke ich mir erstmal die Lösung bei Izu an und dann spiele ich das, glaube ich. Das ist einfacher. Obwohl, wir können doch mal reinschnuppeln, weil Batschen kann ich ja wirklich nicht so gut. Und können hier wahrscheinlich, ja, wir müssen wahrscheinlich irgendwo die Adler außen machen. Ich guck mal gerade, Clanburg hat er an der Stelle nicht. Also können wir hier, ganz viele Tesla, alles klar. Wir können ja schon mal locken hier, damit ihr wisst, wo es hingeht. Aber ihr kennt die Lösung ja wahrscheinlich sowieso schon. Denke ich mal. Obwohl dieses Video auch nicht vorher gepostet werden durfte als, ich weiß gar nicht wie viel Uhr. Aber egal. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Und so richtig batschen kann ich eigentlich auch nicht. Also mit 2 Fingern geht schon. Okay, mal sehen. Ja, das geht schon. Vielleicht muss man hier auch einfach nur die ganzen Goblins reinballern lassen. Aber ich glaube, irgendwann schießt er die Adlerartillerie, ne? Ja, irgendwann schießt die Adlerartillerie. Ich sehe es jetzt gerade nicht, was passiert, okay? Sehr krall. Sehr krass. Aber 33% haben wir schon, Leute. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Immerhin schon mal 1 Stern, aber ich denke mal, da geht noch ein bisschen was besser. Jetzt müssen wir mal sehen, dass wir hier den Adler auch kriegen. 4 Adler-Artillerien. Ich denke mal, er kennt auf jeden Fall selber die Lösung besser, als ich sie im Moment kenne. Und aber schönes Ding hier. Ja, okay. Coole Base. Viel, viel. Ich meine, wenn es wenigstens so viel Gold geben würde, ne? Aber ich habe sowieso alle Pötte hier im Moment voll mit Leder. Muss mal gucken, was wir da eigentlich machen. Und aber haben den 1 Stern noch nicht geschafft. Ist aber nicht so schlimm. Ich gucke mir das an bei diesem Rennen hier. Und
Alles andere sehen wir dann. Die September-Saison läuft noch 18 Tage. Wir haben immer noch, ihr habt immer noch Zeit, euch die Szenerie zu besorgen. Und wir haben in 3 Tagen, 21 Stunden schon wieder Raid-Wochenende. Also es geht in jedem Fall auch hier weiter. Im Clan Free-to-Play geht es ganz normal weiter. Bei den Herausforderungen geht es ganz normal weiter. Bei Deutschland-Eltern erst wieder, wenn Liga ist. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Meine Spätschichtwoche ist übrigens rum. Das heißt, wir werden uns in dieser Woche wieder ein bisschen mehr abends live beschäftigen können. Und da freue ich mich auch wieder drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Ich würde sagen, habt einen coolen Wochenstart. Bis dahin, euer Toto. Clasht.